Hallo und herzlich willkommen auf meine neue Folge. Heute mache ich ein richtig deutsches Gericht. Eisbein, Sauerkraut, Kartoffel. Und alles zusammen wird gekocht in meiner Dutch Oven. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ein Bierchen soll auch nicht fehlen. Wir fangen an. Zwei Eisbein, ca. 2,5 Kilo. Und lassen wir Schachbrett spielen, das heißt, wir schneiden jetzt entlang und quer. Mit Anschneiden sind wir fertig, lassen wir jetzt richtig marinieren. Als erstes muss man natürlich richtig salzen. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer kommt auch großzügig drauf. Als nächstes kommt rote scharfe Pfeffer, erwartet schon, auch großzügig drauf. Schwarz und rote Pfeffer sind immer meine Favoriten. Rote süße Paprika kann uns auch nicht fehlen. 1, 2, 3 Löffelchen kommt auch drauf. Und ein Geheimtipp, Kreuzkümmel. Riecht so gut und geschmacklich macht das auch besser. Für unsere Marinade brauchen wir noch einmal Zwiebel, bei mir ist es rot, nicht unbedingt. Und 5 oder 6 Knoblauchzehen. Und schneiden wir alles klein. Jetzt brauchen wir eine Dose, am besten dicht verschließbar. Sonst stinkt ein bisschen. Und Hälfte von unserer Zwiebel kommt rein. Knobi, Knobi, Knobi. Und nochmal Knobi. Bei kalten Jahreszeiten Knoblauch ist richtige Antivirusabwehr. Noch ein mein Favorit. So. Schwarzer Pfeffer, roter Pfeffer und Knoblauch. Die drei Kumpels sind fast immer bei mir im Einsatz. Lassen wir unsere restliche Zwiebel verteilen. Deckel zu, dicht und ab im Kühlschrank für 24 Stunden. Am nächsten Tag ist es soweit, fangen wir zu kochen. Wir brauchen ca. 2 Kilo geschältes halbiertes Kartoffel, am besten festkochendes. Dann 2 Kilo Sauerkraut. 5 mittelgroße Zwiebel, klein gemacht. Und ein paar Zutaten brauchen wir noch. Honig. Scharfer Senf. Ein wenig Sonnenblumenöl zum Anbraten, 2 Lorbeerblätter und unbedingt ca. 300 Gramm Bauchspeck geräuchert. Und jetzt holen wir unsere Dose mit Eisbein. Die beiden sind perfekt mariniert, haben so eine schöne Farbe. Als nächstes müssen wir befreien Eisbein von Zwiebel und Knobi. Ich vermute, bei Garen Knoblauch und Zwiebel kann verbrennen. Und dieser Geschmack kommt im Fleisch und es ist nicht schön einfach. Ganz einfache Marinade, aber funktioniert. Fleisch ist nicht rosa, nicht rot, aber grau und braun. Nicht umsonst haben wir die 24 Stunden im Kühlschrank auf uns gewartet. Jetzt kommen wir wieder zum Resten von unserer Marinade. Zwiebel und Knoblauch schmeißen wir nicht weg. Es ist ein Schade wegzuschmeißen. Alle Zutaten sind bereit zum Kochen. Ja, ab nach draußen. Als nächstes zünden wir unsere Grillbriketts. Wir brauchen ca. 36 Grillbriketts. Erstmal zünden wir 28 Briketts.
Restliche 10 Briketts zünden wir viel, viel später. Alle Briketts richtig am Glühen. Jetzt kommt die richtige Kochstunde. Mein Dutch Oven hat keine Füßen. Darum benutze ich immer diese drei Zylinder, selbstgemachte Zylinder. Deckel auf, ca. 50 ml Öl rein, weil es ist windig. Und lasse mir Öl anheizen. Bei so einer Hitze Öl ist Rückzug ist heiß geworden. Und lassen wir jetzt Bauchspeck und Zwiebel rein und groß anbraten. Warum unbedingt Bauchspeck? Ich meine Bauchspeck geschmacklich richtig passt zum Sauerkraut und Kartoffel. Zwei Lorbeerblätter, Sauerkraut möchten auch warm werden. Und Kartoffel hinterher. Sauerkraut, Kartoffel müssen wir überhaupt nicht anbraten. Einfach verrühren und das war's. Eigentlich kann man weiter ohne Eisbein kochen. Wir haben alles, was wir brauchen, drin. Kartoffel, Sauerkraut, Bauchspeck. Nein, wir kochen mit Eisbein. Es wird viel, viel lecker. Und jetzt unsere Kumpels. Wir lassen unsere Kumpels zuerst mit Fleischseite nach oben. Warum? Weil diese Seite wird nie so lange gekocht als Seite mit Schwarte. Wir wollen richtig knusprige Schwarte. Deckel zu und lassen wir unsere Grillbriketts verteilen. ...28 Grillbriketts. 10 bleibt das unten. Unten brauchen wir nie so große Hitze. Unsere Sauerkrautkartoffeln müssen wir ein bisschen kochen. Und 18 kommen nach oben. Da brauchen wir mehr Hitze. Ab jetzt lassen wir eine halbe Stunde kochen. Wir haben 30 Minuten und lassen wir so eine süß-scharfe Soße für unsere beiden Kumpels zum Einpinseln fertigen. 2 Esslöffel von Sonnenblumenöl, 2 Esslöffel von Honig und 2 Esslöffel von scharfer Senf. Das war's. Diese einfache Soße tut unseren Kumpels bestimmt was Gutes. Es könnte natürlich eine Barbecue-Soße nehmen, aber dann wird das kein deutsches Gericht. Soße ist fertig und langsam eine halbe Stunde geht zu Ende. Dann gehen wir wieder nach draußen. Wie immer, top sauber, aschefrei. Deckel auf. Und es kocht. Es kocht. Und natürlich Geschmackstest. Was fehlt uns? Meinst du, Sauerkraut gibt es so ein saures Geschmack? Dann lassen wir ein bisschen Honig rein. Ein Pilz sind in unsere süße scharfe Soße. Unsere beiden Kumpels halbe Stunde gewartet auf diesen Prozess. Lassen wir Deckel zu und kochen wir noch 30 Minuten. Nach 30 Minuten machen wir denselben Prozess, machen wir es erstmal sauber. Dann wieder Deckel auf. Unsere Dutch Oven wie eine Dampfmaschine. Wir müssen jetzt unsere Kumpels umdrehen mit Schwarten nach oben. Letztes Mal ein Pinsel und die Schwarte von Eisbein bekommt neue richtige Farbe und süß-scharfes Geschmack. Dank unserer Soße. Deckel zu und 10 zusätzlich angezündete Briketts lassen wir auf unsere Dutch Oven Deckel verteilen. Wir brauchen von oben jetzt richtige Hitze, damit Schwarte von unseren
Eisbein richtig Hitzeschock bekommt. Wir können jetzt ein bisschen ausruhen. Kochzeit 1,5 Stunden. 1 Stunde und 30 Minuten sind um. Wir sind richtig hungrig. Machen wir Deckel auf. Ein tolles, perfektes Bild. Lassen wir unser Gericht jetzt testen. Zuerst natürlich Fleisch. Optisch 100%. Und lassen wir jetzt ein Stückchen von unserem Eisbein abschneiden. Die Fleisch ist zart, aber bissfest. Es ist genau richtig. Es ist kein Pulled Pork. Das Fleisch muss nicht zerfallen. Der muss ein bisschen bissfest sein. Es ist meine Meinung. Und die Schwarte einfach geil. Und jetzt Kartoffeln und Sauerkraut. Da braucht man hier nicht viel sagen. Die sind einfach fantastisch. Und geschmacklich natürlich Bombe. Eisbein, Kartoffel, Sauerkraut, bisschen Bauchspeck. Nur zu empfehlen. Super, super lecker. Aber was ich sehe, es fehlt noch was. Ihm was fehlt, aber ich weiß nicht was. Jetzt weiß ich, was fehlt noch. Ein gutes deutsches Bier. Und jetzt kommt das, ein Glas gutes deutsches Bier. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Kochen Sie sowas. Das ist super lecker. Und bis nächstes Mal. Tschüss.